Ja, mal draußen ist es bitterkalt, so langsam. Wie wappnet ihr euch gegen die Kälte im Training und ja auch auf dem Weg nach Nürnberg? Ja, ein bisschen wärmer anziehen, Mütze, Schal kommt jetzt schon mal raus und ja, viel bewegen auf dem Platz. Ja, hilft uns für die Spiele, dass wir frisch sind und ja. Bist du schon durch mit den Weihnachtseinkäufen oder? Ich bin tatsächlich schon durch. Ich kann das immer nicht ab, so dann auf den letzten Drücker, dann will jeder und so. Deswegen, ich habe alles schon vorbereitet. Alles klar, Emma ist durch mit den Weihnachtsgeschenken, also volle Konzentration auf den Fußball. Der Club steht vor der Tür. Holstein will siegen auswärts. Vieles zuletzt leichter als zu Hause. Wie siehst du das? Ja, wenn man die letzten Spiele natürlich sieht, könnte man das denken. Ja, da müssen wir jetzt einfach ja, dran anknüpfen. Die letzten beiden Spiele gegen Dresden und gegen Wiesbaden haben wir es gut gemacht auswärts. Ja, und jetzt nochmal zwei Spiele vor der Pause. Da wäre es natürlich gut, wenn wir da nochmal am besten natürlich 6 Punkte mitnehmen. Das ist das Stichwort. Viermal durften die Fans schon Iowa-Tore bejubeln in dieser Saison. Was haben wir noch zu erwarten? Erstmal bis Weihnachten. Ja, ich würde natürlich noch gerne einen nachlegen. Ja, aber an erster Stelle steht natürlich der Sieg, keine Frage. Und ja, wenn es dann noch für ein Törchen reicht, wäre es natürlich umso schöner. Wie ist das so in der Kabine unter den Torjägerkollegen? Wird da schon mal gestichelt? Na, willst nicht mal wieder? Ja, hier und da schon. Ja, im Endeffekt, wer es dann macht, ja, ist dann mehr oder weniger egal. Hauptsache, wir machen die Dinger. Hat man ja jetzt gegen Osnabrück gesehen, wenn wir da vielleicht früher noch ein, zwei Dinger machen, dann geht das Spiel anders aus. Ja, aber ich denke, dass wir uns da gegenseitig pushen. Wenn der eine ein Tor macht, will natürlich der andere natürlich auch nachlegen. Und ja, denke, dass wir uns da auf ein gutes Level gegenseitig bringen. Du bist noch ein junger Spieler, trotzdem schon mit viel Erfahrung. Der Club steht ganz unten drin in der Tabelle. Ist das besonders gefährlich? Ja, man darf es halt nicht unterschätzen. Wir sind jetzt, glaube ich, seit 10 Spielen ohne Sieg. Ja, darf man aber nicht vergessen, dass es trotzdem Bundesliga-Absteiger ist. Haben eine gute Truppe, eine sehr erfahrene Truppe. Ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir da trotzdem unser Spiel durchdrücken. Ja, weniger Ballverluste nach Kontersituationen als jetzt in den letzten Spielen. Und da denke ich, dass wir ja offensiv die Qualität haben, da zu Chancen zu kommen und unsere Tore zu machen. Und ja, habe da ein gutes Gefühl. Sonntag ist der dritte Advent, 3 Punkte, also wären doch was ganz Feines. Viel Erfolg, Emma, dir und den Störchen. Dankeschön.